Heimspiel ist eine Art Triennale, die alle drei Jahre stattfindet. Und da will in der lokalen Szene eine Plattform anbieten und so das Publikum auch zeigen, wie lebendig und wie viele Leute hier sich auf eine professionelle oder zumindest sehr hohe Ebene mit Kunst auseinandersetzen. Beim Heimspiel 2018 sind 65 Positionen dabei, verteilt in diesen verschiedenen in vier Häuser. Am Wettbewerb haben etwa 400 Kunstschaffende mitgemacht. Das ist eine große Anzahl. Eine externe Jury hat die Leute ausgewählt und dann die vier Häuser haben sich diese Positionen aufgeteilt. In der Kunsthalle St. Gallen haben wir 18 Positionen, die sich medial sehr unterscheiden, von Fotografie bis zur multimedialen Installationen oder sehr große Wandarbeiten. Und ich glaube, es ist sehr spannend, genau deswegen, weil es so viele unterschiedliche Art und Weise, Kunst zu machen und Kunst zu verstehen, gezeigt werden. Wir haben Freude, weil eben die Leute sich auch teilweise mit wirklich unseren Räumen auseinandergesetzt haben. Wenn das so passiert, dass sie die Arbeiten mit dem Ort zusammenfügen, das ist immer am besten.